ich eigentlich auch welche ankommen hier. Ha. Wieso kommt da jetzt nichts? Wir warten. Ach ja, wir haben jetzt hier wieder keine Beschleunigerpipe dran gebaut. Ach. Das wird jetzt wieder ewig dauern, bis es drüben ankommt. Jo. Aber es kommt gleich. Da kommen schon die ersten. Perfekt. So, das heißt, wir werden uns hier jetzt mal um diesen Quarry kümmern. Erstmal diesen Frame hier wegreißen. Damit wir hier mal diesen Fuß von der Plattform fertig kriegen. Ah, so. 1, 2, ach, komm her. 3, 4. Und der neue Quarry wird, wo stellen wir den auf? Halt, wir haben die Landmarks nicht mitgenommen und es wird dunkel. Ah. Ah, wieder mal ins Bett legen. Oh, you can only sleep at night. Als ob es nicht dunkel genug wäre. Wo habe ich die Landmarks? Da habe ich die Landmarks. Dann brauche ich nochmal eine Fackel. Ah, egal, brauche ich jetzt nicht. Ganz groß, nach Maximalgröße werden wir jetzt nicht abstecken, aber immerhin schon mal größer. Ja, es geht. Ah. Tü-tü-tü. Das könnte man auch wieder abernten. Ups. Das war das, was ich befürchtet habe. Ah, okay, da oben ist noch Platz. Da ist auch schon wieder voll. Da ist auch noch Platz. Okay. Liegt wieder daran, weil die unteren zwei einfach näher dran sind als die oberen zwei. Deshalb wurden die unteren beiden auch zuerst befüllt. Okay. Back to topic. Wir wollten den Quarry umsetzen. Habe ich ihn dabei? Ja, ich habe ihn dabei. Perfekt. Gleich hier hinten dran. Ach, wieso nicht? Wieso nicht? Na, komm. Sein. Ja. Oder? Bis wo weit ging jetzt der? Ah, genau, eins falsch jetzt. Super. Oh. Ja, genau da. Hm, super. Ja. Diesmal etwas größer, das heißt, oh, ruhig bis da vorne. Sagen wir mal bis. Oh, kann schon bis hier sein. Und in der Länge gehen wir bis, ja. Keine Ahnung. Hier so, würde ich sagen. Zack. Also einfach nur rechts, diese Landmarks einfach nur platzieren, rechtsklick drauf. Wenn es nicht geht, kann es daran liegen, dass zum Beispiel eine Fackel auf der falschen Höhe ist, dass sie die anderen Fackeln nicht findet. Und dann ist hier, wie man jetzt hier schon sieht, so eine zweidimensionale Ebene, also eine Fläche abgesteckt. Für manche Maschinen ist es wichtig, dass man eine dreidimensionale Ebene, einen dreidimensionalen Raum absteckt, also noch eine vierte Fackel in der Höhe. Brauchen wir jetzt hier beim Quarry nicht. Und jetzt müssen wir den Quarry einfach nur an eine dieser Landmarks berührend dran setzen, quasi so. Zack. Die Höhe ist automatisch die gleiche wie von vorher. Die haben wir nicht geändert, wir haben nur die Grundfläche geändert, auf der wir arbeiten sollen. Und jetzt ist es ganz praktisch, dass wir die Fackeln wieder einsammeln, weil ja, muss man ja nicht liegen lassen. So,
Haben wir noch genügend Pipes? Ja, die sollten reichen. Die sollten auch reichen. Ich hoffe. Ah, komm, was ist denn? Oh. Oh. Genau dann, wenn ich das Schwert nicht heraus habe. Schon klar. Stirb doch jetzt, so Mistvieh. Ah. Nein, nicht noch da drüben, noch da unten soll sie bauen. So, und jetzt werden sie wahrscheinlich nicht reichen. Ah, oh, das war klar. Na, um zwei. Komm, verarsch mich doch hier nicht jetzt. Na, dann haben wir noch Goldbahn gemacht. Das reicht auch schon. Aber nämlich den Redstone einstecken. Ja. Bin ich jetzt blöd? Aber jetzt soll es definitiv reichen. Na. No. Die Energie reicht nicht für beide Anlagen. Wo müssen wir noch verkackscheißen jetzt? Hallo? Hallo? Das war noch nie. Das finde ich jetzt arschig, ganz ehrlich. Also entweder haben wir wirklich nicht genügend Energie, dass es für beide Wege reicht, wovon ich jetzt mal ausgehe. Was ich aber ein bisschen beknackt finde, da ich mir vorher beide Maschinen getrennt mit Redstone Engines angetrieben haben. Und wir einfach nicht genügend Kupfer haben, um noch mehr zu bauen. Das ist ja das Hauptproblem. Ich würde liebend gerne da oben 12 Keyfire Engines hinstellen, aber wir haben einfach nicht das Kupfer dafür. Komm schon. Tatsache, das reicht einfach nicht. Ach man, oh man, oh man. Das heißt, wir werden Kupfer suchen müssen, um noch ein paar Redstone Engines zu bauen. Redstone Engines, sage ich schon wieder. Ah, Petrified Engines. Herrlich, einfach nur herrlich. Legen wir erstmal den ganzen Krempel hier wieder ab. Nein, das dann nicht. Ganze Pipes. Maschinchen. So, die Pipes kommen jetzt in eine andere Kiste. Das regt mich auf, dass hier schon nicht kein Platz dafür ist. Das. Die Pipes kommen jetzt da oben mit rein. Auch das Stromkabel. So, das ist schon die Blöcke-Kiste. Ah, la la la. Der Dreck, la 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 la. Das pisst jetzt ein bisschen an. Ah, nochmal die Ersatzspitzhacke schnell bauen. 1, 2, 3. Fackeln könnten wir auch mal wieder welche brauchen. Eigentlich schade um die echte Kohle. Aber egal. Muss jetzt sein. Das heißt, auf nach unten und irgendwo graben. Wieso zur Hölle? Hä? Das schnalle ich jetzt nicht.
Wieso ist die Asche hier gleich rausgekommen? Hä? Die musste man doch sonst immer rausziehen. Heißt das, ich brauche die gar nicht mehr? Und da müssen wir mal kurz erörtern. Das heißt, ich werde mal kurz ein, zwei Kisten hinklatschen. Und dann sehen wir ja, ob sich das Zeug da drin sammelt. Denn wenn dem wirklich so ist, dann spare ich mir hier einen Haufen Redstone Engine. Oh nein, nicht doch. Kann ich da keine Axt einstecken? Oh, herrlich. Ah. Klatsch das halt einfach mal. Dahin. Und dahin. So. Ah, wir wollten ja eigentlich Kupfer suchen gehen schnell. Nervt das. Das Ding ist eher schon mal damit beschäftigt, hier das Gebiet freizuräumen. Wobei es aber eigentlich sehr zügig geht. Oh. So, jetzt sind wir auch hoffentlich ein bisschen weiter weg in neu generierten Biomen. Chunks zumindest, um auch hier wirklich dann Kupfer zu finden. Ja, komm. Ja, das Huhn stirbt. So. Die Nacht juckt uns jetzt mal überhaupt nicht. Wir graben uns eh gleich runter. Das heißt, vom Monster. Hier jetzt einfach mal. Aber nicht mehr, trotzdem ganz toll. Oh, ich bin schon bei 1,5 Stunden. Ich wollte eigentlich nur kurz so 4 Folgen, also so ein Stündchen aufnehmen. Jetzt nehme ich schon wieder 1,5 auf. Also länger wie 2 Stunden nehme ich heute definitiv nicht auf, weil ich eigentlich gar nicht die Zeit dafür habe. Weil ich muss das ganze Zeug wieder rendern, bearbeiten, sichten, etc. Eigentlich genau in einer anderen Reihenfolge erstmal sichten, dann bearbeiten und dann rendern. Hey. Ah, hier schauen wir gleich hin. Das heißt, Kupfer könnte eigentlich gar nicht so weit sein. Wieder Licht machen. Edelsteinchen. Oh Gott, wir haben so viele Edelsteinchen. Die interessieren mich noch gar nicht mehr momentan. Wir haben noch über 30 von allein von den Rubinen. Wann sollen wir denn die alle umsetzen? Die werden später sowieso total nutzlos. Es gibt leider später keinerlei Verwendungszwecke dafür, außer daraus Blöcke herzustellen und die einfach, ja, irgendwo hinzuklatschen. Kohle? Schlecht. Kohle will ich auch nicht. Ach ja. Ich will doch nur Kupfer. Lausiges, billiges Kupfer. Ah, schön, schön, herrlich. Mal kurz überschlagen, wie viel Kupfer brauchen wir für die nächsten 4 Piston-Engines? Nicht Piston-Engines. Herkommt nochmal. Peat-Fire-Engines. Ich wusste, es war was mit P, aber ich hab das falsche Wort ausgesprochen. Also wir brauchen pro Peatfire Engine schon mal 3 Kupferbahnen oben. Dann brauchen wir 2 Kupferzahnräder, das sind nochmal 8. Das heißt, wir brauchen pro Peatfire Engine 11 Kupferbahnen.